Alle zusammen. So, Freakout. So, bevor jetzt das DVR vom 5-Zoll kommt, muss ich noch ein kleines Gelaber machen. Und zwar, ich bin gestern geflogen, hab bemerkt bei der ersten Runde, dass irgendwas nicht stimmt. Der Kopter hat gequietscht, beziehungsweise ein Motor hat angefangen zu quietschen. So, quietsch! Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe nicht gewusst, was los ist. Bin zurück zu mir geflogen. Und das mal stürzt mir das Ding ab. So circa 3 Meter Höhe. Ja, eigentlich ja nicht so tragisch. Sollte kraftbar sein. Ja, aber irgendwie hat dann auf einmal angefangen zu piepen. Ja, super, was mache ich jetzt? Ja. Habe ich den erstmal zur Seite gelegt, bin mit der Mobula geflogen, den noch habe. Alle Akkus runtergeflogen und fertig, wieder heim. Und habe versucht herauszufinden, was los war. So, habe ich dann erstmal den Motor gewechselt, der kaputt war. Also der gequietscht hat, das konnte ich noch rausfinden, aber das Piepen, ich habe nicht gewusst, wo das Piepen herkommt. So, eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich es rausgefunden. Habe ich alles auseinandergenommen, habe nochmal probiert und alle Stecker ausgemacht und alles einzeln nochmal reingetan und geschaut, wann fängt an zu piepen. Und siehe da, ich habe einen Buzzer hintereinander dran und sobald ich den eingesteckt hatte und Strom drauf gegeben habe, hat der angefangen zu tröten. Wie wild. Wahrscheinlich hat der einen Knacks wegbekommen vom Absturz. Ja, auf jeden Fall Ende des Lieds. Ich habe den Wasser abgelötet, beziehungsweise die Kabel entfernt. Nachher ist alles super gegangen. Bin geflogen. Ja. Und das seht ihr jetzt im Anschluss. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Freakout.